Hallo, hier ist die Nadja. Das ist mein erstes Unboxing und ja, das einmal von Pigmondo. Da habe ich mein, ach gut, personalisiertes Bild bestellt. Mal sehen, wie es wird. Und dann habe ich noch zwei größere Paketchen. Unboxing, jo. Ich glaube, das ist von GBFKI, aber das werden wir dann sehen. Auf. Geht. Schöne Verpackung. Das Toolkit. Das ist normal bei Pigmondo. So, machen wir mal ein Bildchen auf. Das habe ich halt nicht in der großen Größe bestellt, aber ich glaube, die Größe hatte ich. Ach ja, 40x40. Ja. Das ist meine Bijou. Ist sie nicht schön? Hat eine von meinen drei Katzen. Das sind noch zwei rote Kater. Der älteste ist 10, der kleinste ist 3. Und meine Bichu, meine heilige Birma, ist 6 Jahre alt. Ui. Mal gucken, mal den Druck. Ui, der ist gut. Fixierst du? Ja, der ist gut. Klebt sehr gut. Heute machen wir es erstmal nicht auf. So. Na, bleibst du hier? Die Steinchen. Sorry, wenn es raschelt. Ecklichen Steinchen bestellt. Oh, die sehen auch sehr gut aus. Und wie viele Farben das hat. Blau. Mal gucken, warte mal. Mal sehen, wie Farben das hat. Und Stift. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33 Farben. Jo. Geht doch. Freut mich drauf, wenn das machen kann. So, dann war es erstmal wieder zurück. Wenn es raschelt, ja, muss dann mal kurz auf Stumm schalten. Ja, gut. So, jetzt. So, dann mal die anderen Sachen. Na gut, ja. Na, Diego? Katze steht wieder auf dem Tisch hier und guckt zu. Oder rennt dran vorbei. Ich denke, die meisten würden nichts gegen Katzen haben, wenn die mal blöd landen. So. Hier ist noch 4. Eins. Zwei.
GF hier auf. Bin mal gespannt. Was kann eigentlich noch von GBFKI sein? Meines Wissens. Was anderes habe ich nicht bestellt. Bis jetzt. So, schauen wir mal. Hier drin verbirgt. So. Ja. Wer kennt's nicht? Oh, ich liebe diesen Trickfilm. Oh. So cool. Ich hoffe, man sieht's frisch. Ich kann's. Jetzt auch mein erstes Unboxing. Das bitte nicht mehr kommen. Ich kann es so zeigen. Ui. So schön. Habe ich in 40 mal 50 bestellt. Mal gucken, ob es 40 mal 50 ist. So. 30. Na. Hab ich denn? Ach, geil. 30. Naja, nicht ganz 40. Ich sag mal 35 mal 45 wahrscheinlich. Ja, ich krieg's ja nicht so hin, aber ist nicht ganz 40 mal 50. Ja, das normale Toolkit. So. Wachs und ein 3er, 4er Satz. Wisch es gar nicht. Na. Ein 4er Aufsatz. Genau. No. Das erste. Ah, die Steinchen darf nicht fehlen. So. Ist halt ein runden Steinchen, aber. Ich wollte das Bild unbedingt haben. Ja, bei GBFKI kann man, glaube ich, nicht auswählen, ob eckig oder rund, aber wenn es doch geht, kann man ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja. Heute in der Aktion 3 kaufen und 1 gratis gekriegt. Ja, da habe ich halt zugeschlagen. So, das eine. So, das nächste. So, was haben wir hier? Ach ja, die Toys. Ich glaube, das habe ich schon mal eben Anni von Diamond Pictures, glaube ich. Also, es hätte empfohlen, aber die hat, glaube ich, ein Video davon gemacht. Die ist schon bei der. Das hat mir auch so gefallen. Ganz groß. Auch mit runden Steinchen. Das ist, glaube ich, wie groß ist es denn überhaupt? Hm, steht ja nicht. Hm, kann ich das mal ausrechnen? Moment. Nein, ja. Ungefähr. 30. Ja, ich glaube, es war ungefähr 80 mal 50, glaube ich. Naja, 80 mal 28,5 ungefähr. Ja, das ist schön, den Kois. Oh, ich liebe asiatische Bilder. Diego. Der handelt mir wieder auf den Tisch rum. Ja. So. Ja, so viele Farben. 22 Farben hat das. So schön. So. Ja, so das normale Toolkit. Es war gleich zweimal drin. So, wie man es halt so kennt, ne? Neugierig, oder? Diego. So, jetzt mach ich die Seite. So.
auch immer sein. Echt gar nicht damit gerechnet, dass das heute kommt. Das ist erst vor einer halben Stunde, also eine Viertelstunde angekommen. Ich dachte erst, das kommt im Januar oder. Ja, ist ganz schön gewählt. Aber da es ja gegossener Käfer ist, macht das nichts. Diego, das ist nichts zu spielen. Jetzt will man doch die Kappe vom Messer klauen. Naja. Mein Einhirn. Oh, Spezialstein. Deswegen habe ich es geholt. Eigentlich bin ich nicht so kitschig, aber so, ich mache es halt Anfang dieses Jahres. Also Anfang dieses Jahres. Anfang August dieses Jahres habe ich bei den Painen angefangen und ja. Vorher stand ich nicht so auf Glitzer und Rosa. Jetzt kann ich nicht glitzern genug. Das ist so schön. Ja. Spezialstein. Oh, das ist cool. Schön. Das hat ein Teilbild meines Wissens. Ja. Das ist ein Teilbild. Ja. Ja. Ich hab voll mein Handy. Ja. Gut. Das ist schön. Ja. Achso, ja, Toolkit. Das normale, wie halt immer, ne? So, was ist das? Jetzt das vierte. Na, Gott, geh auf. Na. So geklebt, ja. So. Juh. Was hier bestellt? Ach ja, meine Frau. So klein. Ich weiß nicht, wie groß es war. Naja. 30 mal 40. Das ist nicht ganz 30 mal 40, oder? So klein aus. Hab ich jetzt mein Linearstrom wieder. Okay. Meine Frau. Ja, 25 mal. Ja, ungefähr 35. Ja. Fällt halt auch kleiner aus, aber naja. Ja, sieht ein bisschen sehr verpixelt aus. Ja, mal sehen, wie es wird, wenn ich es immer mache. Hat der Frau das so gefallen? Schön blau. Wo ist normal die Toolkit? Jo. Hier ist nochmal runde Steinchen. Können wir auch aufmachen hier. Runde Steinchen. Na, fixierst du? Jo. Ich glaube, wir haben noch Spezialsteine dabei. Okay, hier. Ja, wo war's denn jetzt? Ach ja. Ja, Spezialsteine. Aber überwiegend halt normale Steine. So. Ja, die Spezialsteine drin, wie stehen hier? Und die roten Punkte. Ja. Glitzert das noch mehr? Hier, oder? Genau. So. Gerätschkanne. Oh Gott. Vielleicht ist es wieder knistert. Oh Gott. So. So, jetzt haben wir zwei gepackt. Ja. Wird sich dann jemand fragen, wieso brauchst du so viele Bilder? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber wie gesagt,
ab Juni oder Juli wieder der Zoll ja teurer, ne? In der Schlange, was man Hobby haben will, habe ich für das ganze Jahr, nächste Jahr was. Ist doch auch nicht schlecht. Hier, 1, 2, 3, 4, 4, 5, schon alles bestellt. So, ja, das ist das. Na, das ist der Weihnachtsstiefel. Ich weiß, Weihnachten ist schon vorbei, aber ich habe das bei Janine X gesehen und ja, hab's halt dann erst bestellt. Aber hab schon gleich für nächstes Jahr was ein Geschenk. Das ist der Weihnachtsstiefel. Oben mein Toolkit. Mein Hut. Und hier die Steinchen dazu. Alles rund. Ja. Tatze. Versucht einen Karton reinzukriechen. Naja. Ja, Toolkit, normal, aber da ist noch das Nähzeug dazu. Wenn du es nähen willst, aber man kann auch anderen Pfad nehmen. Blaue. Blau passt doch gar nicht. Naja. Papa, bis nächster Zeit. So, einmal den. Na. Ach, ich muss auch mal drüber. Schnarre einfädeln. So, ich glaube, das müsste der andere Stiefel sein. Mit der Packung. Urteilen. So, ach ja, der zweite Stiefel, genau. Das fand ich mir schön. Das hat meine Mutti gleich freut oder meine Oma. Wenn ich den Stiefel nächstes Jahr verschenke. Weiß. Das ist auch sehr schön. Schneidet man halt aus. Also man sollte glaube ich erst ausschneiden und zusammennähen und dann erst painten. Nach Erfahrungswerten von Janine X. Jo. Aber so, das mache ich erst nächstes Jahr. Also wenn es wieder Winter ist. Ja, schön. Hat auch das Toolkit mit Nähzeug. Mit der blauen Faden haben wir jetzt. Passt doch. Na gut, hier passt gleich blau, aber naja. Und dann hier sind die Steinchen. Fixierst du? Ja. Also, seht ihr jetzt nichts, was da nicht gut ist, aber das merkt man halt erst beim Painten, ob die Steine gut sind oder nicht. Auch von ersten Blick finde ich es eigentlich gut. So. So, kommen wir mal zum nächsten Bild. Ich hatte nämlich zweimal vier Bilder bestellt. Bei der Aktion Kauf 3 und 1 geschenkt. Oh, nee, ach nee, Kauf 4 und 1 ist davon gratis, so rum. Na, deswegen habe ich so viele Bilder. Ja. Aber naja, wann ist noch, weiß ich nicht, aber ich habe noch viele andere Bilder, die ich habe. Na, schmeiß weg. Ach ja, meine leere Frau. Die fand ich auch sehr schön. Boah, ist die groß. Die ist so groß. Ja, ein sehr großes Bild mit wie viel Farben? Ach so, andersrum. Ich habe sie falsch rumgehalten. Die guckt ja nach unten. Also. Dort, nach unten, jetzt sieht man es besser, was es darstellen soll, genau. Ich habe es dann nicht gerade gemerkt, an Legende, das auf dem Kopf stand. So, oh, mit 24 Schrauben, sehr schön. Ist da aber, ja. Also mit runden Steinchen. So schön. So. Das ist nochmal der rote Steinchen. So. Seht ihr jetzt auch nichts. Also schöne Steine, okay. Ja.
Erstmal nicht schmeckern. Ich bin mit trockenem Hals zum Reden. Aber ich wollte ja ein Unboxing machen. So, das ist so das Toolkit nochmal mit Wachs und Stiftchen. Genau. Ich habe ganz viele pinke Stifte, die ich verschicken kann. Ja. Manche YouTuber machen halt selbstgemachte Stifte und da brauchen sie den roten Stift. Aber wer Pingis Kreativwelt zum Beispiel kennt, ja, einfach anschreiben und man kann es da hinschicken. Weil ich finde es eigentlich eine gute Sache. Da liegen die Wegs nicht so rum zu Hause, wenn man sie eh nicht braucht. Ich nehme jetzt eigentlich nur noch die anderen Stifte, die selbstgemachten und mit dünnen Stiften komme ich gar nicht mehr klar. Anders habe ich auch mit den Stiften ein bisschen, aber nach und nach die ganzen YouTuber kennengelernt habe und also kennengelernt, halt gesehen und ja, gucke eigentlich ständig dann die Videos, wie ich Zeit habe und ja, da haben manche halt die Stifte gemacht und die fand ich so cool. Das ist besser im Griff, als man sollte immer mal Stift wechseln, mal dünnen, mal dickeren, ja. Oh, das ist auch schön. Digimon! Das musste mit rein. Ich liebe Digimon. Also, jetzt vom Druck her sieht das eigentlich schon gut aus. Also, ich finde, es ist nicht so verpixelt. Oh. Fixierst du? Na komm. Mach schon du Handy. Da, genau. Sieht das gut aus. Mit 22 Farben. No. Das war 40 mal 50. Das könnte auch die Größe sein. 30. Naja, jeder 5 cm kleiner, aber also ist dann 35 mal 45. Aber naja. Die haben es mit Tütchen eingepackt, das ist auch nicht schlecht. Ich finde es schon besser, wenn die Steine schon in Tütchen abgepackt sind, weil der ganze Plastikmüll, was man da hinterher wegschmeißt, ist immer doof. Naja. Mit roten Steinchen. Ja, eigentlich mag ich nicht mit roten Steinchen zu arbeiten. Aber ich habe notfalls auch die Schablone, wenn es schief sein sollte. Also eigentlich mag ich lieber eckige Steine, aber ist ja bei GBFKI konnte ich überhaupt nicht auswählen, ob es rund oder eckig will. Aber es ist egal. Ich will das Bild haben und oder die Bilder haben. Ja. Oh, das Blau ist so schön. Ich liebe Blau. Alle kleinischen Farben. Na, fixierst du jetzt mal dein Handy? Machst du? Wuhu! Ja, ihr seht's schon, ne? Den mal. Die Qualität eigentlich recht okay ist, finde ich. Ja. So. Nochmal Toolkit. So. So. Was war das jetzt? Zwei haben wir noch. Ah, das war mit dem Wasserfall nochmal. Ich liebe Kirschblütenbäume. Gestern? Vorgestern? Ja. Jetzt war nicht was gestern. Ach ja, am Montag habe ich, glaube ich, geschafft, meinen Kirschblütenbaum. War 1,20 m x 40, das war mein größtes bis jetzt. Oh, das wird das hier. Was klebt denn hier dran? Tut mir leid. Ich war aus dem Lineal runtergefallen. Ah ja, das war das. Wasserfall. Ich mach's mal so. Ich hab's nicht hingekriegt, wie das. Aber. Untermachen.
Sieht man, denke ich mal, schön, ne? Wasserfall. Ja, ich glaube, so sieht man es besser, ne? Jo. Schön mit der Rosa. Mit 22 Farben. Normale Toolkit. Wie immer. So. Ach ja, das war mit eckigen Steinen. Da hatte ich mal Glück, dass es mit eckigen Steinen war. Farben sind wohl auch sehr schön. Rosa. Eigentlich mag ich auch kein Rosa, aber bei Kirschblütenbaum muss es rosa sein. Das ist ein bisschen an die Kamera gekommen. Entschuldigung. Oh. Schön. Weiß. Und das 200? Naja. Geht das wirklich gar nicht. Ja. Die Legende stehen, glaube ich, überall. Moment. Ja. Ich glaube, bei allen ist auch der DMC-Nummer dabei. Habe ich vergessen zu sagen. Weil ich habe jetzt immer alle Steinchen zusammengepackt, also zusammengewürfelt, wenn ich mein Bild ein Bild fertig hatte. Aber ich frage mich nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe immer noch ganz viele Steinchen übrig davon. Aber seit ein paar Bildern, die ich jetzt gemacht hatte, ich weiß, auch Sticker habe ich auch schon gemacht und also, ja, fand ich auch ganz kitschig. Da tue ich halt nach DMC-Nummern. Oder wenn halt keine DMC-Nummer dabei ist, tue ich sie trotzdem nach Farbe sortieren. Und wenn ich mag. Ach, Scheiße. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Ja, so, wenn ich doch mal eine Farbe brauche und. Ja, dann habe ich es halt vielleicht leicht schon da. Ach ja, die Toys. Oh, die sind noch schön. Ich habe zweimal Toolkit. Ohne schlecht. Also. Runde Steinchen. Na, wo bin ich da? Knallige Farben. So ein großes Bild. Andersrum. Strunden. So wie der Schiebgriff gemacht, ja. Das soll ja. Naja. Na, Kater. Da ist meine Katze. Ne, Diego? Jo. Mama filmt. Guck mal. Diego. Ah, jetzt geht er wieder. Naja, Katze halt. So. Sieht man das überhaupt? So. Der Druck ist auch wieder. Na, fixierst du? Ja. So. Finde ich jetzt nicht zu meckern, also sehr gut. Gekauft. Oh, ist auch gut. 25 Farben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt sieht. Das sind da zwei Coils, die immer von oben sind und einmal von unten. Ja. Sieht man das? Ja. Ja, ich kann es mal Stück für Stück zeigen. Ja. Ja. Das ist so bunt. Cool. Ja, das ist halt 45x85. Aber ich bin auch wieder kleiner. So, das ist 30. Ja, auch wieder 15 Meter. Also 80x40 ist es dann eher. Ich finde es auch so schön. Die Steine dazu. Ja. Das war's dann.
Entschuldigung. Ja, also seid ihr alle Bilder waren von GBFKE, also GBFKE geschrieben. Seht ihr dann in der Infobox, wenn ich es richtig hinkriege. Ja, und halt das eine von Big Mondo. Da warte ich auch noch auf eins mit einem Engel, glaube ich. Und mit der Frau mit Eisenfeuer irgendwie. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen. Und ja, mal sehen, ob ich noch irgendwann, also es wird wenigstens noch ein, zwei Videos geben, wenn dann die anderen Teile gekommen sind. Ja, aber ich werde es nicht allzu oft was hochladen, nur wie ich halt Lust habe. Und ja, genau, also dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Nadja. Tschüss.